Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse. In der letzten Folge hat man gesehen, wie ich an der Mission verzweifelt bin, wo wir 20 Minions erledigen mussten. War sehr spannend. Und falls ihr euch wundert, falls ihr den letzten Part so in der Playlist geschaut habt und gesehen habt, wie ich zu Abschied winke und sich hier nichts geändert hat, dann liegt das daran, weil es nur 2 Minuten davor war. Jedenfalls weiter. So, jetzt bitte eine vernünftige Mission wieder. Gegen was oder wen kämpfen wir jetzt? Wir müssen ja jetzt eigentlich mal bald unseren Körper wieder bekommen, oder? Ich möchte meinen Körper wieder haben. Ist mal ganz ehrlich. Ich frage mich echt, was unsere Rolle hier so in anderen Szenarios hier sein wird. Ich kann mir schon bei den Zellspielen einigen Sachen vorstellen. Deine Geschichte und dein Körper. Besiege alle Gegner. Gefährten. Ach, ich muss sie schon wieder beschützen. Hey, da komme ich. Oh mein Gott, das ist das erste Mal, als ich spreche. Ah, Son Goku, okay. Ja, bitte. Autsch. Er benutzt meine Angriffe. Kann ich nicht einfach Körpertausch einsetzen? Bams. Sehr gut. Mach meinen Körper nicht zu viel kaputt, Son Goku. Ich bitte dich. Jetzt! Meins! Jawohl! Ich bin voll im Eimer, aber egal. Nein! Nein, so ein Dreck! Oh mein Gott, ich bin echt angeschlagen. Leck mich doch. Na, warte, da kriegst du wieder. Ach, warte. Warte, ich hole deinen Körper zurück. Verdammt. Einmal schön zielen und zack. Jetzt muss ich nicht auf meinen Gefährten aufpassen. Ich kann mich ein paar Mal heilen. Hey, hey. Ach so, ja, stimmt. Er setzt auch den Angriff ein. Goldo ist scheiße. Ja! Oh Mann! Bleib mal hier, ey. Der fliegt die ganze Zeit weg. Nein, bleib wo du bist. Du auch. Ah, leck mich. Boah, ich hätte ihn gerade getroffen. Jetzt ist er wieder voll geil. Leck mich doch. Geh weg! Wie einer von euch fragt mir, ja! Warte, du! Nein! Also ich verarschen? Bin gut gezielt. Komm her, mir! Und zack.
Und den hier. Mann, der kann mich einfach einfrieren, der Pisser. Ja, voll broken. Da war mein Verdienst, das weißt du schon, Vegeta, ne? Oh, ich liebe es, dass ich jetzt ein Kamehameha kann. Ach man. Mal komm noch näher. Wieder einfach ihr nur abhaut, ne? Ja, geblieben. Oh nein. Warte, wenn du da rauskommst. Eigentlich noch länger aufladen, aber okay. Komm mal her. Und weg mit dich. Sehr schön. Hoffentlich war es das. Jawohl, sehr schön. Ich habe Hunger auf Froschschenkel. Finisher. So. Jetzt bleibt ja eigentlich nur noch Freezer übrig, der noch gar nicht genannt wurde, glaube ich, in dem Spiel. Oh, Levelaufstieg, den werde ich sowas von jetzt machen. Ah, oh, das war... Oh, die Genio-Saga war nicht so einfach. Aber jetzt kann da nur noch ein Gegner kommen, eigentlich. Ist da jetzt nur noch Freezer übrig. Ist dem... Zeit in der Story. So, Attribute boosten. Grundangriff. Maximal Key, weiß nicht. Ausdauer... Key-Explosion zu Angriff. Ich nehme an, das ist hier so für Kamehamehas und so, ne? Ich weiß es nicht. So, weiter in der Story. So. Jetzt kann ich mit meinem Körper endlich weiterspielen. Oh. Endlich mal neue Gesichter. Entdeckt Gesichtsstörer. Reduziere gegnerische Gesundheit auf einem Schutzmaß. Okay. Und du bist... Mira, mein Gott, hat er eine Leiste. Mach ich doch die ganze Zeit. Du lässt dich hier verprügeln. Oh, jetzt kommt er. Okay.
Kommt so von der Nintendo, weil dein Name Mi ist. Und der hat schon mehr. Kamehameha! Oh ne! Ich flieg einfach mal weg. Alter! Sieht der Fehler ab, das war so klar, ne? Au! Ich hab nur L1 gedrückt, hallo? Der hat nicht geblockt. Ich wollte schon sagen, wenn ich den nicht treffe, ne? Komm, Unterwasserkampf. Out! So, sehr gut. Piccolo wäre stolz auf mich. Ich kann mal mitten im Angriff einsetzen, stimmt. Ja, ich sag sogar Kamehameha. Oh nein. Verdammt. Ah, okay. War doch ein kurzer Kampf, als ich gedacht hatte. Oh, Rang S. Hui. War ein netter kurzer Kampf. Wie? Ich bin ein sehr guter Bauchredner. Warte, Mira. Nee. あなたの後ろには誰がいるの?あなた一人で時間を超えて私たちに立ち向かうなんて。できるわけないわよね。そう。だんまりなの。とまらない、ich kann nicht reden。まあいいわ。ニラ、もう少し放っておきましょう。いいでしょ?どうせあなたにとってはただの雑魚よ。 Sieht aber nicht schlecht aus. Lass mich raten, sie ist noch viel stärker als er. Demo. Watashi tachi no jama o shitara. Sugu ni kiete morau kara. Okay. Ich nehme an, wir haben diese Saga jetzt hier geschafft. Okay, wir haben wieder... Ich nehme an, wir haben ja einen Teil der Story geschafft. Vielleicht kann ich jetzt neue Sachen kaufen. Ach so, deswegen dieser Kapitel so, verdammt. Toa to Mira. So itte imashita ne. Aitsura wa ironna jidai no senshi kara energie o ubatte iru you desu. Sono eikyou de rekishi ga machigatta houkou ni. Aitsura ittai nani mono nan de shou? Tokuni ano Mira という otoko wa ただものじゃなかった。暗黒魔界の住人よ。あなたたちの時代よりはるか未来のね。時の海王神様。トアは暗黒魔界の王、ダーブラの妹よ。そしてミラはトアが作り出した最強最悪の戦士。ケイ、ダーブラ、シュエスター。オッケー。あいつらは 様々な時代のエネルギーを奪うことで暗黒魔界の封印を解くつもりよ。封印が解けたらどうなるんですか?世界中のバランスが崩れるわ。この世もあの世も宇宙も時間も無事には済まないでしょうよ。そんな、とんでもない奴らじゃないですか! Ach nee. いなくならないものね、悪人って。以前、
時の巣を乗っ取って時空を支配しようとしたとんでもない奴がいたんだけど。この気配は、そんな、早すぎる。こんなにすぐ歴史の改変が起きるなんて。とにかく様子を見てみましょう。準備ができたら声をかけてください。Ich habe das Gefühl, ich bin noch nicht bereit. Guck mal, ob ich neue Parallelquests und also was machen kann. Weil ja, ich habe doch wieder heftig auf die Oma bekommen in diesen Kämpfen. Ja. Krieg droht. Okay. Guck mal. Neue Parallelquests und so da sind, dann nehme ich mal neue Klamotten und so sind auch da. Hoffentlich. Weil wir neue Klamotten haben. Wohl für die Namexa kann ich euch die anlassen, ne? Guldo. Was denn du hier? Besser als Saiyajin? Du bist wahrscheinlich richtig stark. Ich bin Guldo. Ich mache den Eingangstest für das Ginne-Sonderkommando. Aber ein anderer Kandidat hat Angst bekommen und ist weggerannt. Darum brauche ich deine Hilfe, wenn ich bestehen will. Guck mal. 3. Nein, lieber noch nicht. Zu viel Schiss. Vegeta habe ich auch mal hier rumlaufen gesehen. Ich glaube, von denen kann ich ja Schüler werden. Ist auch mal interessant. So, haben wir neue Parallelo-Quests. Okay. Explore und Mission. Oder 3 Dragon Balls zurück. Siege Vegeta als Wehraffe. Siege Freezers Untergebene. Saiyajin Scheiß. Besiege Son Goku. Okay. Ich hoffe, ich kann jetzt hier neue Sachen machen. So, Piccolo. Kann ich bei dir weiter was machen? Wie sonst hättest du dein Training ernst genommen? Sie gehört dir. Setze sie nach Belieben ein. Okay. Aber vergiss dich, wenn deine Kraft falsch eins, besiege ich dich persönlich. Okay. Werde ich wohl rausschneiden. Na gut. Gucken wir mal im Shop. Sagen können wir den Pack auch gleich schon melden. Haben wir genug erreicht heute, finde ich. So, den Mischladen wollte ich mal nachgucken. Okay, in diesem Laden werden Sachen synthetisiert. Ich habe hier so Sachen, Mischkapseln zum Beispiel und Energiesplitter. Machen wir das mal. Ja. Energiekapsel S. Okay. Rezeptmischung. Lass mal. Das neue Klamotten, Fähigkeiten und so. Super. Da ist Ginyo. Warte, ich kann von Ginyo lernen. So. Wir haben wirklich neue Sachen. Heldenanzug. Okay. Boah, ist das teuer alles. Oh. Boogie. Okay. Nur für Majins. Ach so. Verdammt. Kann ich gar nicht holen. Na. Okay. Werde ich weiter mit meinen jetzigen Klamotten rumlaufen. Weil ich kann die sowieso nicht holen, weil die alle für eine andere Rasse sind. Was haben wir denn hier? Wochenende. Das war ein Raditz, glaube ich, ne? Rücksprung mit Kreisdrehung. Also nicht so berauschend. Ich mache mal nächstes Mal ein paar Parallelquests. Und ach, wir haben jetzt wieder neue. Scouter Rot, Blau. Hochrangige Krieger. Okay. Ninja Katana.
glaube ich, meinen Scouter mal wieder an. Ja, Ausrüstung. Okay. Ja, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von Let's Play Dragon Ball Xenoverse, wo wir dann ein paar Parallelquests machen werden, anscheinend. Ja. Dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zur nächsten Folge.